So, warum ziehst du dir nicht etwas Bequemeres an? Gefällt dir mein neuer Bart nicht? Ein Leben ohne dich ist ein endloser Traum. Ja, ich glaube, wir sollten es jetzt mal langsam der Zuwendung zu Elaine zuwenden. Wenn ich nicht mit dir sein kann, möchte ich nicht mehr weiterleben. Wenn du mich schon nicht zurücknimmst, dann töte mich, hier und jetzt. Schön, dich wiederzusehen. Gibt es in diesem Loch was zu essen? Ist das eine neue Bluse? Nein, wir machen nochmal das mit dem Töten. Einfach so lange Süßholz raspeln? Genau. willst du mir nicht wenigstens eine zweite Chance geben? Oh, please! Jetzt wird mir erst klar, was für ein Narr ich war. Die einsamen Nächte sind Vergangenheit, Süße. Ich bin zurück. Da draußen ist vielleicht eine Affenhitze. Na, wir machen mal das mit den einsamen Nächten. Ah, ich glaube, es wäre das erste gewesen. Ah ja, das hat ganz danach so geklungen. Ich habe das Gefühl, jemand braucht hier einen dicken Kuss. Elaine, nimm mich zurück. Ohne dich kann ich nicht leben. Na komm, ich spendiere dir einen Grog. Wenn das bei Frauen funktionieren würde. Ich habe den langen Weg auf mich genommen. Lass wenigstens ein Bier springen. Ein Leben macht ohne dich keinen Sinn. Es wird wärmer, okay. Ich müsste dich eigentlich warnen. Ich habe die Versicherung für... Nee, jetzt wird mir erst klar... Nee. Wie geht es deiner Schwester? Die wirklich gut aussehende. Nette Antworten gibt's hier. Ich mach mal das hier mit dem Nah, gell? I realize now what a fool I've been. Well, that's not the most stupid thing you've ever said. Gefällt dir mein neuer Bart? Ich werde dich zurückerobern, wenn es meine letzte Tat ist. I'll win you back, if it's the last thing I do. That's a little better. Du bist die Gouverneurin meines Herzens, Süße. Meine Seele ist krank, Elaine, und Liebe ist das einzige Heilmittel. Oh. My soul is sick, Elaine, and love is the only cure. Oh, Guybrush, I know I shouldn't have anything to do with you, but there's something about your weakness and ineptitude that I find infectious. Does that mean you're gonna let me have the map? The map? Is that what this is all about? I should have known better. Oh, Mann. Map? Nein! Tja, da geht's wieder hin. Dumme Sau. Nach oben. She's gone. Sie ist vor. Ich glaube, das Paddel musst du mitnehmen. Genau, deswegen bin ich schon mal hochgegangen. Das brauchen wir doch für den Baum, um meinen Baum hochzuklettern. Ach, dafür war das. Ich wusste gerade nicht mehr, wofür man es braucht. Ich wusste nur noch, man braucht es. Mantel, nehmen. I think I'm wearing enough women's clothes right now. Straks sind wir Frau Kleine, okay. Spiegel angucken. Hey, it's Kyle Katarn in a dress. Wer? Kyle Katarn, kenn ich nicht. Buddy joined your channel. Da ist er wieder. Jetzt ist es, stört er hier die Aufnahme, dass der sich schämt. Hi, Two-Face. Was denn für eine Aufnahme? Ja, hallo. Ja, was glaubst du, was da hinter meinem Namen steht? Ach stimmt, ah, falsch, ich dachte ihr seid noch in den anderen Channel. Ja gut, was spielst du denn Schönes? Da kann ich ja vielleicht ein bisschen mitlabern. Wir spielen Monkey Island 2. Ah, sehr schön, sehr schön. So, und wir sehen gerade Sexy Guybrush in Frauenkleidern, wie er versucht seine alte Liebe zurückzuerobern. Da ist die Karte. Aber du hast die Karte. Nehmen! Ach, was will denn der Klefferhund schon wieder? Ah, da kannst du das ja so ein bisschen als Revanche sehen, weil du gestern in meine Aufnahme reingeplatzt bist. Auch wenn ich jetzt ein bisschen mehr laber als du. Das sieht nach einem aussichtslosen Unterfangen aus, Hydro. Ja, aber echt. Ich hab eine Idee, ich werf den Affen auf die Karte. Nein, ich werfe den Fisch auf die Karte. Gib Fisch an. Hund. Oder auch nicht. Kann ich, naja. Es sieht aus, als würde es gleich weggeweht werden. Ach. Oh nein, wo fliegt sie hin? Hä? Hoch.
Ja, jetzt kommt doch auf der Karte, siehst du doch, wie die Karte fliegt. Schön sieht's aus. Wie sah das denn früher aus? Ach so. Bisschen pixeliger. Vielleicht. Ach, die paar Pixel da. Hä, wo ist denn jetzt die Karte gelandet? Einfach da unten irgendwo? Ja, die müssen jetzt in diesem Kaff, glaube ich, liegt die an dem Pier. Und dann schnappt sich doch der Vogel die blöde Karte, oder? War das nicht so? Ach, irgendwas war da auf jeden Fall. Oh, wir können uns gleich wieder umziehen. So, okay, am Pier? Was? Klippe, hier. Ah, da Klippe. Gehen wir mal an die Klippe. Das konnte ich bisher noch nicht auswählen. Ich glaube, das kannst du auch nur während des Kartendings auswählen. Jetzt kommst du da nicht mehr hin. Klippenrand. Gucken wir mal runter. Ja, da ist die Karte. Boy, it's a long way down there. Ja, streng dich an. Ich glaube, du müsstest ein Seilinventar haben oder sowas. Nee, wir brauchen doch die Angel, oder? Ach genau, die Angel. Ah. Gab's denn die nochmal? Gab's die bei dem Antiquitätenhändler? Ja, nee, der sitzt doch der Angler gleich auf dem Steg. Ach, da müssen wir wieder rüber nach Scap Island. Ach genau, das war auf der anderen Insel. Deswegen haben wir ja den Fisch mitgenommen aus der Küche. Ah ja, weil du ihm zeigen solltest, dass du den größten Fisch gefangen hast. Siehst du, wenn man das alles wieder sieht, dann kommt es einem auch wieder in den Kopf, wie das war. Hey, Bruder, was geht? Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Angler. Wasserschutzpolizei, ich muss ihre Angel beschlagnahmen. Nee, wir prahlen ein bisschen. So, haben wir schon getrunken. ich bin der beste Angler in der Gegend. Nebenbei habe ich auch LeChuck fertig gemacht. Mit einer Hand geangelt, mit der anderen LeChuck getötet. Yeah, right. If you fish as poorly as you lie, you don't even deserve to be talking to me. I am the best fisherman in these isles, you know. Du? Du kannst ja keinen Fisch in einem Aquarium fangen. Du kannst dir nicht mal eine Erkältung einfangen. Du kannst ja nicht mal einen alten Schuh angeln. Wir machen das mit der Erkältung, fand ich ganz lustig. Ja, den finde ich auch am besten. Du meinst wohl Karpfenkellner. Mich nennt man auch. Wal am Haken. Zugwort. Ich glaube, da haben wir schon die nächste Antwort. Ich kann mit einem wieder ins Wasser werfen. I'm known as the Sturgeon Surgeon. Listen, bait for brains. I'm the best around, and that is that. Nicht, wenn deine Haken so stumpf wie deine Witze sind. Nicht, wenn deine Würmer so klein wie dein Hirn sind. Nicht, wenn deine Leine so schwach wie deine Sprüche ist. Wie deine Sprüche ist. Also egal. Nicht, wenn deine Spule so rostig wie deine Fantasie ist. Nicht, wenn dein Blinker so essen wie dein Gesind ist. Ja, okay. Perhaps you'd like to make a small wager, Mr. Fisherman? Sicher, ich nehme die Wette an. Let me tell you what I had in mind first. If you can catch a bigger fish than I can, I'll give you my prize-winning fishing pole. Klingt fair. Sounds fair. Das ist doch genau das, was wir wollten. You have to eat it. Raw. Gewürfelt mit etwas Reis und Sojasauce? Woher kommt die zweite Pfeife? Where did you get that other bite? What? Like I say, you'd have to eat a raw fish. Plain cold and with the head still on it. What do you say? Yummy, lecker. Na gut, die Wette geht. Nochmal so eine kleine Frage nebenbei, Hydro. Ja? Stichwort Zieleinfahrt. Alright. Wie viel haben wir denn? Great. Ah, es sind noch 10 Minuten. Ich nehme jetzt auf.
Alles klar. Governor Fats Mansion, the fish are usually pretty gross. I never eat mine, just sell them to restaurants. Best get fishing, buddy. Ich hab keine Angel. Oder soll ich ihm jetzt einfach nur den Fisch um die Ohren klatschen? Think I'll drop a line right here. Plunk. Wow, I've got a nibble already. Holy crap, he's a monster. I got him. What a battle. Wow, this is the biggest... it's almost... Erstaunlich, wie schnell du geangelt hast. Really? Where is this Leviathan? I think you're lying. Yeah, you're right. It was just a fish story. I guess you win. Here. Das glaube ich aber auch, dass du gewinnst. Ja, hallo. Mit dem Riesenfisch. So, jetzt haben wir die Angeln. Jetzt gehen wir da hoch. Zurück auf die Karte. Und fahren wieder rüber nach Booty Island. Und angeln uns das Karpfstück. Richtig. Er ist der geilste. Augustus. So, Klippe. Der Typ, der nichts versteht. Nee, hat er ganz gut verstanden, im Gegensatz zu dem Wäschereitypen. Ah ne, Quatsch, warte mal, wir gehen mal Klippenrand. So. Und jetzt holen wir die Angel raus. Machen mit Karte. Tada! Das sieht doch gut aus. Und was hören wir da? Eine Möwe? Nein! Du Sau! Oh, wie unerwartet! Zu dem Baum, genau.